Was macht eigentlich die eingestürzte Brücke in Dresden? Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den zuständigen Baustadtrat von den Grünen, gegen Herrn Kühn, der jetzt prüft, ob man die Augustusbrücke für den Autoverkehr öffnen soll. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. In Dresden liegt die Carola-Brücke, zumindest der Zug C, weiterhin in der Elbe. Die Auswirkungen sind geringer als am Anfang befürchtet. Bisher hat sich das Brückenteil gar nicht bewegt. Also man hat das mehrmals vermessen. Es würde angeblich sich noch nicht mal um einen Millimeter verschoben oder bewegt haben. Hier haben Sie wohl Glück im Unglück bisher gehabt. Die Scheitelwelle ist niedriger ausgefallen und es gab jetzt vor allem keinen Abriss dieser zwei Teile, die auf dem Pfeiler liegen und die ganze Zeit Druck von der Wasserströmung aus dem Flussbett bekommen. Doch die Situation wird noch ein paar Tage anhalten und währenddessen ist man immer noch auf der Suche nach der genauen Ursache. Wir wissen, Korrosion ist dafür verantwortlich, dass die Spannglieder hier nach und nach versagt haben und die Brücke eingestürzt ist. Was wir allerdings nicht wissen, ist, warum es zu diesem Zeitpunkt geschehen ist. Normalerweise würde man erwarten, eine Brücke bricht in der Volllastsituation zusammen. Es ist hier genau das Gegenteil passiert. In einem sehr ruhigen Moment kam es dann hier zum Einsturz. Sie haben dafür inzwischen auch eine Theorie, dass es mit der abnehmenden Außentemperatur zusammenhängt, aber sie stochern immer noch ein bisschen im Nebel und das, obwohl an der Technischen Universität in Dresden das Institut für Massivbau zum Beispiel beheimatet ist, deren Professor sich hier schon geäußert hat und vor allem auch Zweifel inzwischen hegt an den Prüfmethoden, wie wir in Deutschland unsere Brücken prüfen. Und ja, es gibt den Brückentüv, ich hatte das früher mal gesagt, den würde es nicht geben, den gibt es allerdings nur mit sechsjähriger Prüfung und vor allem auch ohne Konsequenzen. Dieser Brückentüv, also man hat ja 2021 bei der Zwischenprüfung hat man da Mängel festgestellt und hat die Brücke trotzdem nicht gesperrt. Man hat sie die ganze Zeit weiter benutzt und das, obwohl man wusste, dass es Korrosion gibt, an der Bewehrung mindestens, teilweise auch an Spanngliedern. Dann mit der Eisenbahn gibt es Streustromkorrosion auf so einer Brücke. Dann hat man noch die Fahrradwege angebaut und dann hat man lieber Blumenkübel bezahlt, anstatt die Sanierung früher zu beginnen. Deswegen ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizei in Dresden gegen den Baustadtrat und noch weitere Verantwortliche. Es sind Dutzende Anzeigen eingegangen, die hier eine Verantwortung zumindest wegen Baugefährdung bei eben diesem grünen Politiker sehen. Der viel schlimmere Super-GAU kommt jetzt allerdings und zwar der Bund, er möchte kein Geld zur Verfügung stellen für den Neubau der Carola-Brücke. Man kommt sich in diesem Lande inzwischen vor, als wäre man wirklich der letzte Depp vor dem Herrn. Anders kann man das nicht sagen. Man fühlt sich wie ein Esel, dem sie jeden Tag mit der Peitsche noch eins auf die Schnauze geben und man trotzdem weiter sein Päckchen voranträgt. Es ist, Leute, es ist völliger Wahnsinn. Die Brücke soll komplett neu gebaut, also Zug A und B auch abgerissen, soll roundabout 100 Millionen Euro kosten. Schätzt man, ne? So ein konkretes Angebot liegt noch gar nicht vor. Jetzt sagt der Bund, ja, wir möchten helfen, aber nicht mit Geld. Da frage ich mich immer, was wollt ihr denn helfen? Ja? Wollt ihr irgendwo eine gebrauchte Brücke ausbauen von der Bundesautobahn und die nach Dresden bringen? Wollt ihr irgendwo, also was soll das helfen, aber nicht mit Geld? Mit was denn sonst? Ja? Also, als ob der Bund, als ob Berlin diese Brücke bauen könnte oder hier irgendwelche Expertise zur Verfügung stellen könnte. Nein, das kauft man alles in der freien Wirtschaft ein und der Bund ist nicht bereit, hier Gelder zur Verfügung zu stellen. Fördermittel sind nicht ausreichend und Sachsen und Dresden können es auch nicht bezahlen. Hui. Und das ein Tag, bevor sie 400 Millionen Euro Waffenhilfe für die Ukraine noch in diesem Jahr beschlossen haben. Leute, ihr könnt gar nicht so viele Klatschen bei den Wahlergebnissen einfahren, wenn man solche Politiker hat, die das eigene Land so sehr hassen. Wirklich, das ist Hass, wie man die eigene Bevölkerung, also wie kann man das machen, ja? Ich bin ja auch dabei, die Ukraine zu unterstützen, ja? Das wisst ihr, gefällt vielen nicht, ist aber so.
Jetzt gehen sie hin und werfen denen Geld hinterher, obwohl wir selbst es brauchen. Wir müssen in Dresden eine neue Brücke bauen und besser gestern als morgen. Das ist ganz logisch. Normalerweise müsste in den Produktionswerkstätten hier schon die Stahlkastenbrücke losgeschweißt werden. Ich bin Schlosser, ich halte nichts von Spannbetonbrücken. Außerdem sind sie viel zu teuer. Wie könnten so schöne Stahlkonstruktionen haben? Will man immer nicht, weil die muss man ein Leben lang mit Rostschutzfarbe streichen. Ja, ein Tod muss man immer sterben. Aber Stahlbrücken, die instand gehalten werden, halten hunderte von Jahren. Man sieht das zum Beispiel auch am Eiffelturm. Ist, auch wenn sie alle 7 Jahre, glaube ich, anfangen müssen, den neu zu streichen, dafür steht er für die Ewigkeit sozusagen. Und dass man Betonbrücken nicht streichen muss und sie dann ewig halten, ist ja inzwischen offensichtlich eine Lüge. Jetzt gehen sie dann aber hin und werfen dieses Geld da zum Fenster raus. Also 4-mal die Carola-Brücke schicken wir dieses Jahr noch in die Ukraine und den Dresdnern, den scheißen wir vor den Karren. Anders kann man das nicht sagen. Ganz einfach, den wird vor die Tür gekackt. Anders kann man das nicht sagen. Und dann stellen sie sich hin und reden von demokratischen Politikern. Ich kann es bald nicht mehr hören und so langsam geht der Blutdruck dann auch nach oben. Wenn man das eigene Volk nur mit Füßen tritt, braucht man sich nicht wundern, wenn das eigene Volk dann von der Fahne geht. Ja? Wie sich das am Ende dann ausgestaltet, werden die Politiker sich in diesem Lande bald in Realität anschauen können. Ja? Es ist völliger Wahnsinn, wie man die eigene Bevölkerung mit Füßen so treten kann. Ja? Es ist ja das eine, wenn man uns immer wieder die Steuern erhöht. Es ist das andere, wenn man keine öffentliche Sicherheit herstellen kann. Aber jetzt gehen sie hin und die zusammengefallene Infrastruktur, ja, wird dann halt nicht finanziert. Ja, okay, wenn euch der Reichstag unterm Hintern zusammenfällt in Berlin, wird da also auch nicht neu aufgebaut oder wie. Aber am Kanzleramt mal anbauen, für wie viel waren das? 700 Millionen Euro? Für 7 Carola-Brücken wird jetzt das Kanzleramt erweitert und wir führen das jetzt hier mal als neuen Maßstab ein. Wie viele Carola-Brücken könnte man bauen für den nächsten Schwachsinn, den sie wieder zum Fenster rausgeworfen haben? Jetzt wollen sie Stromnetze finanzieren in Südafrika. In Indien beteiligen wir uns an dem Neubauprojekt einer U-Bahn. In Berlin haben sie noch nicht mal genug Waggons für die vorhandene U-Bahn-Linie. Aber wir werfen wie soll man da ruhig bleiben, ja? Und die ganzen Leute, die immer noch bereit sind, die Parteien zu wählen, die dieses Geld so weit zum Fenster rauswerfen, es ist wirklich völliger Wahnsinn. Anders kann man das nicht nennen. Sie wissen gar nicht mehr, in welcher Realität sie hier leben, über welche Verhältnisse wir reden bei den Menschen da draußen. Und dann gehen sie hin. Und dann sagen sie auch noch, ja, Berlin hilft bei dem Wiederaufbau der Carola-Brücke, aber nicht mit Geld. Nee, mit was sonst? Ja, die 10 Milliarden Euro von der Intel-Fabrik in Magdeburg, sie sind jetzt wieder da. Beziehungsweise Christian Lindner würde sagen, ich würde diese Schulden gar nicht erst machen. Finde ich gut, ja. Also lassen wir das Projekt einfach sein. Und die Grünen kommen um die Ecke und sagen, nein, das kommt in Roberts Schatulle, in den Klimatransformationsfonds, wie sie das so schön nennen. Und sie werden sich dann ein neues Projekt suchen, wo ich mich frage, VW schmeißt die Leute raus. Intel will nicht mehr bauen. Die Northvolt, die Batteriefabrik, will auch nicht mehr gebaut. Wann merken sie, dass die Firmen noch nicht mal kommen, wenn man ihnen Geld gibt? Weil sie kapiert haben, in diesem Deutschland wollen wir kein Geld mehr investieren. Es gibt inzwischen eine Analyse für Mittelstandsbilanzen. Dort hat man zum Beispiel festgestellt, dass der Mittelstand durchaus finanzielle Mittel hat zu investieren. Man hält die Gelder allerdings zurück. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es wird Zeit, dass diese grüne Ampel in das Nirvana der Geschichte geschickt wird und mit ihr alle verantwortlichen Minister und Ministerinnen. Niemand sollte danach wieder so ein politisches Amt begleiten. Die schlechteste Regierung seit Gründung der Bundesrepublik. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Man kann das mit so vielen Zahlen, Fakten, Daten untermauern. Sie sind einfach nicht mehr ganz bei Trost. Manche würden sagen, Schraube locker, Scheibe locker. Ich sage immer, wenn bei denen eine Schraube locker ist, müssten sie Verständnis haben, wie eine Schraube funktioniert. Aber selbst für eine einfache Schraube wird ja ein Handwerker gerufen.
den es jetzt nicht mehr gibt, weil der jetzt nur noch in seinem Büro sitzt und nur noch Berichtspflichten ausfüllt für irgendwelche EU-Regularien, ob die Schraube denn jetzt klimaneutral war, ob die Schraube jetzt entwaldungsfrei war oder dies oder das. Und dann guckt er auf die Uhr und dann sagt er, oh, Arbeitszeitschutzgesetz, jetzt muss ich erstmal Pause machen. Und dann kommt er zurück und dann ist die Schraube weg. Ja, dann muss er erstmal eine neue kaufen gehen. Ihr kennt das Spiel, wenn der deutsche Handwerker sagt, oh, kostet es 100, wenn er sagt, oh, oh, kostet es 200 mehr. Und wenn er sagt, oh, das wird teuer, kostet es gleich ein Tausender. Es ist so ein Running Gag eigentlich, vielleicht kennt den der ein oder andere. Aber schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Wie dreist und asozial können Politiker sein, wenn sie an einem Tag sagen, wir haben kein Geld, um bei 100 Millionen mit was auf den Tisch zu legen, für eine eingestürzte Brücke in Dresden, die tagtäglich gebraucht wird von den Menschen in diesem Land, die diese Steuern bezahlen, und gehen am nächsten Tag hin und sagen, ja, vor Weihnachten schicken wir noch 400 Millionen Euro in die Ukraine, damit sie damit am Ende das Töten auf beiden Seiten einfach nur verlängern können. Um nichts anderes geht es inzwischen mehr. Es geht jetzt irgendwann darum, wenn Donald Trump dann gewählt wurde, dass man hier die Situation bereinigt. Und so lange sitzen sie jetzt alle da und spielen das Spiel. Wer zuerst umfällt, hat verloren. Und das Bittere ist, wir gehen alle baden. Abonniere den Kanal, kommentiere mal. Ansonsten sage ich, ich habe noch X und Telegram. Und damit ciao, bis bald.